Ausstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. Geht's ihm gut? Was gibt's hier? Cirrus. Hola. Reden alle nicht mit mir. Hier ist wieder was zum später mal lesen. NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in deiner Nähe. Okay. Hier ist eine Packstation. Oh, hier kann ich schnell mein Zeug loswerden. Interessant. Ist ja so ähnlich wie eine Parkstation. Da werde ich auch mein Zeug los. Die Frau der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Also cool ist aber schon irgendwie, muss ich sagen. Mir wärst du zu laut und nachts zu grell. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln, yep. Synth Roast Beef, yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Top-Fixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst... Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf, wie.
Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Bakako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angelnden Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genau so ist es wie. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit V kannst du jetzt dein derzeit aktives Fahrzeug an deinen Standort rufen. Schwerer Satz. So, ich musste jetzt rufen. Ja, also so ein bisschen so auf gebraten Nudeln und so würde ich jetzt auch nehmen. Tatsächlich. Aber ist eine gute Idee. Ich glaube, ich hole mir morgen gebratene Nudeln. Ich muss nämlich morgen zur Bibliothek und zu Vielmann. Meine Brille ist fertig. Ich kann die morgen schon holen. Also eigentlich heute schon. Es hat nur eine Woche gedauert. Es ging voll schnell. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Das ist tatsächlich die. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Halt. Ripper Doc? Hey, Chica, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Aber Nate ist die. Was du nicht sagst. Oh, das ist voll komisch. So süß. Hier dreht die Kamera nicht automatisch mit. Mit dem Auto. GTA, die Kamera hat sich automatisch mitgedreht. Das war sehr angenehm. Wenn du Night City und die Badlands erkundest, stolperst du vielleicht über Behälter mit wertvollen Items. Allerdings sind diese nicht immer... Ja, Bewegung, aber... Ich konnte nicht fertig lesen. Was knallt hier? Darf nicht sterben. Doch ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure Gary, der Prophet. Verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Was ist aus ihr geworden? Gestorben oder so? Das ist auch wie in Watch Dogs. Ja, eben. Das ist halt... Ich konnte halt nicht fertig lesen, aber ich sehe hier auch auf der Minimap nichts. Ich sehe bloß hier mein Auto. Das Spiel hat mich einfach der Information beraubt. Oh, warte mal. Das interessiert mich jetzt aber tatsächlich wirklich. Ja, gut.
Wo ist das halt jetzt, ne? Irgendwelche Behälter. Muss ich im Stream noch mal nachlesen. Beauty. Sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder, die Zukunft, das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Sie können wir retten, mögen Mütter ihre Leiber beschützen, mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Doch wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Ich bin dich hier drin. Immer. Erleichtert das Leben. Aber ich hab neue Nachrichten. Wir haben einen neuen Job. Von einem großen Kuh. Im Wird das gefährlich? Keine Sorge, Amor. Okay, aber... Apropos, das ist vielleicht keine schlechte Idee, mal zu speichern. Es geht mir ziemlich auf Senkel, dass die im Hintergrund immer so laut reden. Weil ich kann nie was vorlesen, selbst wenn ich wollte. Aber das kann ich halt hier nicht separat einstellen. Das ist Mist. Aber die reden so laut im Hintergrund. Unter Orte? Ich kann gleich nochmal gucken. Ist hier? Nee, ne? Bestimmt nicht. Schade, aber das ist schwer für mich auszublenden, wenn die so laut sind. Okay. Warte, was haben wir geändert? Hat es das gespeichert? Hat's. Schade. Sicher. Sollen die mit Ohren zuhören? Die winken nicht. Achso, wir wollten ja noch gucken. Es gibt sonstige Orte. Night City. Nee.
Keine Ahnung. Ich guck das nochmal im VOD, was dort stand. Eine Sphinxkatze. Er geschnurrt. Ich war gestern auch Babykatze gucken. Streicheln bei meiner Schwester. Endlich Lilo kennengelernt. Und die ist so klein. Da habe ich Angst, man könnte ihr wehtun, wenn man sie streichelt. Malone vernachlässigt seine Deckung. Ah, er wird müde, langsam. Ripperdog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripperdogs. In Night City arbeiten diverse Ripperdogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, Vi. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne, Übelkeit, Überempfindlichkeit gegen Licht. Das ganze Paket. Okay, der macht wohl auch Autos. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Wie? Ja, sonst geht's gut. Muss bloß kurz looten. Ist nix. Muss erstmal deinen Laden ausräumen. Bitte um Verständnis. Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig, sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Was hat, kommt da für ein Qualm raus? 21.000? Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Das ist ja beruhigend, dass du dir erst irgendwas in deinen Arm spritzen musst, um jetzt an mir rumzudoktoren. Hiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Okay, wir haben Gesicht und Hände zur Wahl. Ah, Fernkampffähigkeiten. Hervorheben von Informationen in deiner Umgebung.
Können wir beides machen? Deine Cyberware-Kapazität bestimmt, wie viele Cyberware dein Körper bewältigen kann. Sie steigt, wenn du im Level aufsteigst, bestimmte Vorteile freischaltest und Cyberware-Kapazitätssplitter benutzt. Erhöht die Chance auf Querschläger. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem. Minus 20% Entdeckungsgeschwindigkeit von Kameras. Vierfacher optischer Zoom beim Scan plus 2 Gesundheit. Das möchte ich. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in der Ripperdog-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Ach, das können wir auch. Na gut, dann. Dachte, ich muss mich entscheiden. Integument-System. Panzerung. Ich mag übrigens, dass wir gerade 1111 Euro-Dollar haben. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Ja, nee. Perfekt. Dann los. Voll am Auge jetzt, oder was? Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlafe ich ruhig. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Ich schlaf noch nicht. So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Also das ist mein Arm betäubt. Das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleine, ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon, bin ja nur Arzt. Ich ins Auge. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Sieht super aus. Ah, jetzt. Naja, ich habe echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleine. Wart's nur. Menschen-Scan. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark dein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick-Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Ab. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren. Und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben.
Meint ihr, diese Art, wie hier gerade operiert wird an der Hand, ist gar nicht mal mehr so weit weg und vielleicht auch bald in unseren OP-Sälen an der Tagesordnung? So KI-Operation? Warnungsdatenbank. Du hast den Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern möchtest. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Ah, jetzt sehe ich meine Muni. Ah. Mit Endlos-Munition war aber noch besser. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Diese Geräusche. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Will ich lieber nicht so genau drüber nachdenken, aber ich denke, das wird sicher mehr werden. Gerade wenn es darum geht, Gewebe zu entfernen, geht das sicher viel mit Lasern viel präziser. Ja. Das stimmt. Mission abgeschlossen. Ich würde tatsächlich auch sagen... Wir machen hier am Donnerstag weiter. Es ist nämlich schon um 8 und ich bin tatsächlich hungrig und müde. aber was haben wir jetzt hier irgendwas Neues? Nee, hier ist immer noch nicht verfügbar. Also irgendwas haben wir noch nicht freigeschalten. Hier ist immer noch 1%. Nichts Neues. Okay. Victor Vector, neuer Kontakt hinzugefügt. Ich speichere jetzt an dieser Stelle. Zwei Stunden 42 nur? Wir haben 3 Stunden 40 gestreamt. Ich glaube, hier zählt es mal wieder Cutscenes nicht mit rein. Irgendwie ist es immer... Ah, hier steht es übrigens, Version 2.0. Also wir spielen tatsächlich das aktuelle Update. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also... was hier in dem Spiel alles noch so kommt. Ich glaube, es ist halt immer noch viel Tutorial gerade. Also ich habe sehr viel Input heute bekommen. Vielleicht geht es Donnerstag dann so richtig los.